Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rayman Legends. Hallo. So, im letzten Part haben wir quasi hier bei diesem Speed-Level verkackt. Ja, jetzt seht ihr, wir haben da drei Kleinlinge schon. Da habe ich mal geübt, weil ich das nicht einsehen wollte. Und ich wollte nicht, dass wenn wir die Folge aufnehmen, dass es so lange geht. Der Witz an der ganzen Sache ist, dass ich sozusagen mir viel zu viel Stress gemacht habe. Ja. Weil man in dem Level eigentlich schon Zeit hat, weil den... Als ich das jetzt dann gemacht habe gerade eben, da hatte ich gerade 30 Sekunden, also knapp 31 Sekunden auf der Uhr. Und für 3 reicht es ja eigentlich quasi 40. Ah, shit. Ja, mich hat es schon verrissen. Auf die kann man drauf springen. Ja, anscheinend. Nein! Oh. Ja, da habt ihr es gesehen, wir wären sogar noch schneller gewesen dieses Mal. Naja, jetzt dann halt, hoffe ich. Ja, okay, scheiße. Ja, wir haben noch Zeit. Ja, das Problem ist, wenn wir uns zu lange Zeit lassen, dann nerven die, weißt du? Ja, merkt also man sollte schon so schnell wie möglich da durchgehen. Deswegen hat man auch wahrscheinlich so eine große Zeitspanne. Entweder schnell oder halt nicht schnell. Fuck. Ja, das ist das Problem. Fuck. Es ist eigentlich echt nicht schwierig. Was es schwierig macht, ist dieser der Zweispieler-Modus. Ja, ich hab das schon verstanden. Soll ich gehen? Nein, nicht deswegen, sondern einfach die Tatsache, dass er den Bildschirm zu spät fixiert. Du weißt, was ich meine. Ja, gut, dann. Du weißt ganz genau, wie ich es meine, dass er den Bildschirm einfach viel zu schlecht fixiert. Ja gut, es ist aber auch schwierig, wenn man irgendwie zu zweit spielt und er dann nicht weiß, wohin soll er denn jetzt mit Büchern fixieren und so. Du bist alleine. Hast du gesehen, wie spät wir dann brauchen, um mit Büchern zu fixieren? Ah, die kann man auch wegpratzen, ja. Ich muss ja nur noch hoch. Also, ja, das war so ungefähr die Zeit, die du vorhin ein bisschen wählen, ein bisschen mehr. Ein bisschen weniger warst du, 30, ja, ja, 7, wir haben jetzt ein bisschen länger gebraucht. Aber da hat man unheimlich viel Zeit. Ist egal. So, da gibt's keins mehr. Dann geht's halt ab in die nächste Welt. Ja, mal gucken, wie wir uns da anstellen. So, Dele. Let's go. Toad Story. Du bist dran vorbeigesprungen. Wo sind wir denn? Wir müssen da hoch. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich bin. Na dann, läuft bei mir. Ich fliege einfach mal hinterher. Nein, warum habe ich nicht geschlagen? Das lief so gut gerade. Also das zu zweit spielen das ganze Knie. Ja, wie ich einfach nicht auf dem drauf gewesen bin. Ja, ich bin dann nur der Statist. Der Statist? Ich flieg da halt mal mit. Mehr oder weniger. Da regnet's. Ja, wie assi ist das denn bitte? Ach, so kann man natürlich auch machen, ne? Ja, läuft. Ja, wenn du dich nicht bewegst, dann starte ich mal mit. Ach so! Ich depp! Ja, komm ich halt mal mit und lass mich instant verrecken. Hat er vorhin aufgeschossen?
Bestimmt. Wahrscheinlich hast du auch wieder genug Zeit, weißt du? Ja, sicherlich! Hammer! Sicherlich! Ja, das war ja mal einfach, ne? Ja. Naja, mehr oder weniger. Da brauchte ich gar nicht helfen. Okay, es ist wieder so ein Shadow-Kack-Ding. Da müssen wir, glaube ich, wieder alles besiegen, damit er die Türen öffnet und der Raymond macht uns kaputt. Na dann. Ach so. Ich dachte, da könnte man so an einem Ding dran rumlaufen. Ja, ich komme da gar nicht hoch. Ach so. Was war denn das? Eine Ente? Nein! Nein! Ja, jetzt ging es gerade richtig. Ah, fuck. Die Dinger sind nur da, dass man den Raymond nicht knutscht. Ja. Macht ja auch Sinn dann. Oh, wie assi! Oh. Der hat direkt abgedrückt, als ich vor seiner Nase stand. Er hat abgedrückt? Mhm. Als ich vor seiner Nase stand. Das ist aber ganz schön hartnäckig, der Hund. Oh, jetzt jump ich in das Ding rein. Das kann doch nicht sein. Das ist scheiße, dass es zwei sind. Ja. Oh, das war knapp von mir. Boah, der Raymond, der guckt mir aber ganz schön nah am Arsch, Mann. Das ist schon eine richtige Scheißstelle, echt. Verkackt hab ich. Nein, aber du hast es geschafft. Bleib mal aus. Bleib mal da weg. Hä? Ah. Ach, diese Pimmelberger Fotzenknielchen mit ihren dummeren Blitzgewehren hier. Jetzt habe ich mich nicht gesehen. Ja, und ich habe dich, glaube ich, dann verkloppt. Nein! Oh. Ah, das war meine Schuld. Das kannst du nichts machen. Da kannst du nichts machen. Das nervt. Ja, fuck it. Ja, ich hab den Schamp nicht mehr bekommen. Ja. Oh, das ist wieder so ein Dreckslevel, echt. Das nervt. Also wenn diese Blitztypen da nicht da wären, wäre das viel einfacher. Aber so ist halt. Jetzt mach was. Hä? Ah. Jetzt hat mich der Raymond genutzt. Wo bin ich denn? Warum bist du da runtergesprungen? Ach so, ging's da nicht runter? Nee, auf diese Dingsbooms. Das ist ja unlustig. Du sagst es. Shit. Ja, ich bin tot. Mich gekostet wieder. Ja,
kommen auch schon. Ja! Ja! Gott! Und das auch war knapp. Das war gar nicht mal so easy peasy. Wir stellen uns an wie die letzten Menschen. Ja, es ist halt schon schwer. Vor allem, wenn dann noch diese Rayman Legend dir noch am Arsch klebt. Vor allem, das waren jetzt 5 Totköpfe. Ich glaube, die haben alle 5. Nee. Ah, nee, haben sie nicht. Okay. Dann muss das ja jetzt hier voll easy sein. Na, sag sowas nicht. Hä, wo bin ich denn? Ah. Fuck, jetzt hab ich auf dich geguckt. Egal, Dirk, du machst das. Ja, ich bin ja auch schon. Ja, das ist schon scheiße. Du lebst, du lebst. Wo bin ich? Keine Ahnung. Das ist ein Level da. Scheiße! Ja, kacke, jetzt hab ich auf dein geachtet. Ja, beweg dich doch, du! Super Honk! Teamwork! Naja, mehr oder weniger. Wo geht's denn lang? Ja, du machst. Naja. Ja, okay. Ja. Ging auch. War auch nicht schlecht. Ja, es gab immerhin Stellen. Geschafft. Da hat man viel Zeit verloren. Ja. Immerhin geschafft. Ja. Nächstes Level. Genau. Das wollte ich sagen. Aber irgendwie. Wo sind wir? Ah. Ach so, da war ein Stachel. Das muss man ja wissen. Mal wieder Flatterittes hier. Flatterittes. Das hat gekostet, weil ich wieder zu schielig bin. Ups. Oh. Würmle. Ach, ich schaff's ja nicht. Okay. Verreckt? Ah, Mann! Da musst du springen. Ja, das hab ich nicht gesehen. Ich hab auf dein Blubbelbläschen da geguckt. Auf mein Blubbelbläschen? Ja, auf dein rosanes Bläschen. Fuck, ich war zu langsam. Der hat mir ins Gesicht getreten. Was? Wieso macht denn sowas? Weil es ein Dreckarsch ist. Ah, fuck. Ja. Dein Blubbelbläschen irritiert mich. Ich lass das mal weg dann, wenn ich sterbe. Dieses kleine Blubbelbläschen. Die surfen auf den Dingern. Wenn du draufstehst, bist du tot. Ready? Nee, ich glaube, du kannst auf die drauf springen, dann gehen die weg, dann kriegst du wieder einen Boost nach oben. Echt? Und dann kannst du vielleicht trotzdem nochmal drauf liegen und so. Ja. So. Ging. Ja. War jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schwer. Naja. Jetzt kommt die schwierige Scheiße. Ja, dann schauen wir mal. 4 Totenköpfe. Hä? Ah, wir haben ja dieses Schießding. Ja, super. Mhm. Ganz vergessen. Stimmt, dafür war der Putz hier da. Oink, oink, oink! Ich lass mal den Dirk machen, der Dirk kann das ohne mich. Ja, wie hieß. Oh. Fast. Fast? Naja, fast. Das war gar nicht so scheiße. Okay. Ich
Fuck it. Ich glaube, da kannst du dir Zeit lassen mit. Pipifax. Lächerlich. 33,94 Sekunden. Ja. Und zwar. Oh, wir haben über 600. Wow, da fehlen ja gar nicht mehr so viele. Oh, das war sogar schon ja. Das letzte. Na dann, machen wir Feierabend, oder? Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau. Mit mehreren Zeit-Challenges. Speed-Challenge. Also gut, bis denn mal und tschüss. Ciao, ciao.